Also wenn einen im Klassenzimmer zwei Schüler anschreien und man selbst als Lehrperson zurückschreit, dann ist irgendetwas nicht mehr gut. Und so ging es mir einmal in meinem Berufseinstieg. Moin, könntest du mal ein Video über deine Einstiegszeit als Lehrer machen? Du erzählst immer wieder, dass es für dich nicht einfach war. Es würde mich aber mal interessieren, wie du mit es durchgehalten hast, wie du angefangen hast, an dir zu arbeiten und dich motivieren konntest, weiterzumachen. Beste Grüße, Mani. Hallo, liebe Lehrerinnen und Lehrer, heute geht es darum, was ich am Anfang erlebt habe in den Schulen, wo ich zu Beginn gearbeitet habe und meine Mühe hatte und welche vier, fünf Dinge mir am meisten geholfen haben, dass ich den Berufseinstieg irgendwie durchgehalten habe, obwohl es auch bei mir sehr harzig war. Okay, kurz zu den Schulen, wo ich begonnen hatte. Und zwar waren es vor allem drei Schulen, bei denen sich immer wieder so ähnliche Muster durchgezogen haben. Bei den ersten beiden habe ich einfach in der Stellvertretung gemacht, jeweils so 3, 4 Monate. Und ich war halt sehr, sehr unsicher als Lehrperson. Ich habe meine Rolle noch nicht ganz gefunden als Autorität. Ich wusste noch nicht genau, wie bin ich genau konsequent. Und zum Thema Konsequenz habe ich auch schon Videos gemacht, wenn euch da interessiert, wie ich es heute mache. Und natürlich war ich auch unroutiniert mit den ganzen Abläufen, wie ich den Unterricht planen will und durchführen will. Was tue ich, wenn ich mich plötzlich spontan anpassen muss, weil ich flexibel sein muss, weil irgendetwas geschieht, mit dem ich nicht gerechnet hatte und so weiter. Und das Schwierigste war natürlich immer jeweils der ganze Unterricht, also die Planung, Durchführung, die Korrekturen und so weiter, weil einfach die Menge so groß war. Und das andere natürlich das Klassenklima. Und ich glaube auch, dass die Mehrheit meiner Videos das Klassenklima betreffen. Und damals hatte ich auch einfach noch nicht ganz richtig verstanden, wie wichtig das die Beziehung zu den Schülern und Schülerinnen ist. Und je besser die Beziehung ist, desto eher kann man auch ihr Verständnis dafür gewinnen, wenn man von ihnen bestimmte Erwartungen hat. Ja, und bei diesen drei Schulen hatte ich wirklich fast jedes Mal ein oder zwei große Krisen. Vor allem eigentlich wegen dem Klassenklima, natürlich. Die große Arbeitsmenge hat mich zusätzlich belastet und dann habe ich die ganzen Störungen im Unterricht und diese Konflikte mit den Schülern und Schülerinnen noch weniger vertragen und dachte wirklich so, ich höre auf, ist fertig, ich habe keine Lust mehr Lehrer zu sein. Und deshalb möchte ich auch diese fünf Dinge heute vorstellen, die mir dann wirklich besonders geholfen haben. Okay, und das Erste, was ich getan habe, ist natürlich viel zu lesen und ich habe mich auch viel über Stress informiert, also was ist Stress überhaupt körperlich? Und da hat mir vor allem ein Buch sehr geholfen, das heißt Gelassen und sicher im Stress von Professor Dr. Gerd Kaluza. Ich glaube, dass ein Bücherlink unten in der Videobeschreibung ist. Wenn nicht, dann könnt ihr es mir noch sagen, dann tue ich das noch rein. Und Dr. Gerd Kaluza tut Stress vor allem in drei Bereiche einteilen. Ich habe schon ein paar Mal über diese gesprochen. Das erste ist instrumentell, also wirklich, wo liegt der Ursprung des Stresses und wie kann ich lernen, diese Dinge richtig hinzukriegen, also beruflich beispielsweise, wie kriege ich die Unterrichtsvorbereitung hin, die Korrekturen und so weiter. Das muss ist etwas, das tatsächlich gelernt werden muss und man irgendwie die Routine finden muss, damit man mal ja das Vertrauen hat, dass man diese Dinge hinkriegt, weil man es schon ein paar Mal gemacht hat. Das zweite ist Stressverstärker, also er beschreibt das, Dr. Gerd Kaluza, als einen Bereich, wo man beispielsweise je nach eigenen Erwartungen an sich selbst mal evaluieren sollte. Warum, dass man so fest gestresst ist, weil Stress selbst ist eigentlich unvermeidbar, dann hat man vielleicht Stress auf einer Skala von 5 bis 10, aber durch das, dass man bestimmte Erwartungen an sich selbst hat oder eine bestimmte Idee hat, wie dass man als Beruf seine Aufgaben ausführen sollte, hat man eine Stressskala von 8 oder 9 von 10, aber man könnte das reduzieren auf sagen wir 5 oder 4 von 10. Und der dritte Bereich ist Erholung, da wirklich den Alltag so zu gestalten und auch Zeiten zu planen, damit man auch wirklich sich erholen kann. Denn ohne Erholung kann man den Herausforderungen des Alltags einfach nicht entgegenkommen. Und der vierte Bereich, den ich auch noch definieren würde, das tut er am Anfang im Buch auch erklären, ist wirklich erklären, was ist Stress, wie ist das evolutionär, warum produziert das Gehirn so viel Stress in bestimmten Situationen. Und ich denke, je mehr man das Thema Stress versteht, so welche Hormone da im Gang sind und welche Prozesse da vorhanden sind, dann kann man sich auch viel eher davon distanzieren. Denn wenn man spürt, okay, das stresst mich oder das stresst mich, aber weiß, woher der Stress überhaupt entsteht, also nicht die Sache selbst, sondern warum es im Körper entsteht, dann kann man sich auch ein bisschen besser davon distanzieren und das hilft einem ein bisschen wieder ruhiger zu werden. Also dieses Buch kann ich schon mal sehr empfehlen.
Okay, und der zweite Punkt, das betrifft etwas, was mein einer Mitarbeiter hier in der Schule mir ganz am Anfang gesagt hat. Der hat gesagt, Davide, wenn du mal hier beginnst, dann mach zuerst mal ein Fach richtig gut. Dann machst du mal das ein Jahr lang und wenn du das richtig gut im Griff hast, dann im zweiten Jahr machst du das nächste Fach richtig gut. Und ich habe diese Art von Tipp schon mehrmals bekommen, quasi einfach Prioritäten zu setzen. Denn als Lehrperson hat man so viele Aufgaben zu Beginn, man kann gar nicht alles perfekt machen. Aber unbewusst wollen viele vieles perfekt machen. Und durch das sitzt man einfach bis 9, 10 abends am Bürotisch und hört nicht auf zu arbeiten und ist dann einfach überbelastet. Und man sollte sich auf, sagen wir, man hat 10 wichtige Dinge, die man tun will dieses Schuljahr, sich einfach mal zuerst auf die 2 wichtigsten konzentrieren. Und wenn man diese mal wirklich so im Griff hat, dann kann man sich auf das nächste konzentrieren. Wenn du versuchst, alles gleichzeitig gut zu machen, dann ist man fast dazu verurteilt, dass man unzufrieden ist, weil man einfach nicht überall das erreicht, was man gerne hätte. Der dritte Punkt betrifft auch wieder Beziehungen zu pflegen. Und ich weiß, nicht an jeder Schule ist das Kollegium genau auf der gleichen Wellenlänge wie du selbst. Aber versuch, wenn es geht, egal in welcher Schule du arbeitest, nur schon 1, 2 Leute zu finden, mit denen du dich regelmäßig austauschst. Nicht nur über die Schule, auch privat. Ich finde das extrem wichtig, dass man da irgendwie eine Form von Freundschaft versucht aufzubauen. Das ist so wichtig aus Ausgleich. Wir sind soziale Wesen und das ist ein absolut essentieller Teil von uns. Und wenn man das Glück hat, gleich mehrere Mitarbeiter zu finden oder nur schon 2, 3 Mitarbeiter, mit denen man sich richtig gut versteht, Material austauscht, sich über Schüler austauscht und einfach sonst auch sich gut versteht, dann ist das ein extrem guter Ausgleich für den Arbeitsalltag. So, und der vierte Tipp, den ich euch geben möchte, ist herauszufinden, was für dich als Anti-Stress-Strategie wirkt. Bei mir beispielsweise war es neben dem Bett, wenn mein Kopf noch gedreht hat abends, Post-its neben dem Bett zu haben und mir Dinge zu notieren, wenn sie mir plötzlich einfallen und ich mir dann sage, okay, dann schreibe ich es mir auf abends, lege es weg und dann kann ich es auch wieder vergessen. Oder beispielsweise im Alltag versuchen, achtsam zu sein, also mich selbst zu spüren, meinen Atem zu spüren und zu merken, was geschieht alles im Raum, sich ein bisschen Zeit zu nehmen dafür und nicht einfach so rumrennen und 1000 Dinge tun, so wie ich es am Anfang immer getan habe, sondern einfach zu versuchen, hier an Ort zu sein, wenn ein Schüler mit dir spricht, dann wirklich voll zuzuhören und wenn andere Schüler kommen, zu sagen, Moment, warte eine Minute, ich spreche gerade. Einfach so achtsam zu sein, das bringt eine gewisse Ruhe hinein, als dass man ja versucht, irgendwie 1000 Dinge auf einmal zu erledigen, zu multitasken, was wirklich nicht funktioniert, außer man kann alles schon in- und auswendig. Ja, und einfach da seine eigenen Strategien finden, was einem hilft, damit man das Vertrauen in sich selbst wieder gewinnt, dass alles letztendlich irgendwie gut wird, auch wenn mal gewisse Dinge einfach schief gehen. Gut, und der fünfte und letzte Tipp, den ich euch geben möchte, und diese Möglichkeit haben vielleicht nicht gerade alle, aber ich bin sicher, dass es überall irgendeine Form von Angeboten gibt, und das ist eine Form von Coaching oder Mentoring nach dem Studium zu erhalten. Ich hatte das Glück, dass ich nach meinem Master bei uns an der Pädagogischen Hochschule, ich glaube es waren 12 Gratisstunden Coaching bekommen habe und es war eine ehemalige Lehrperson, die hat schon 30, 40 Jahre Erfahrung und hat mit vielen Berufseinsteigern gearbeitet und die habe ich so alle 2 Monate circa mal getroffen und jedes Gespräch hat mir so viel gebracht. Und anfangs dachte ich auch, brauche ich wirklich Hilfe, Unterstützung und so weiter? Muss ich das jemandem erzählen, dass ich mir da ein Coaching hole und so weiter? Aber im Nachhinein muss ich echt sagen, das ist das vom Besten, was ich jemals tun konnte. Denn jemand, der so viel Erfahrung hat und man dann sagt, ja, das und das beschäftigt mich, die Person kann genau sagen, da ist die Nadel im Heuhaufen, da ist die andere Nadel im Heuhaufen und man macht einfach in kurzer Zeit viel schneller Fortschritte. Okay, das wäre es für heute. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt mich einfach an und ich versuche, wenn es geht, irgendwie so bald wie möglich ein Video daraus zu machen. Ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg beim Unterrichten mit tollen jungen Menschen und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut.